Ja, hallo Freunde und willkommen zu der zweiten Folge unserer Ethical Hacker Serie, die eigentlich gar nicht so unbedingt als Serie geplant war oder gedacht, da aber einige von euch mich angeschrieben haben, dass sie da sehr interessiert sind, können wir natürlich eine kleine Serie daraus machen. Und zwar habe ich mir gedacht, das so zu gestalten wie eine kleine Hilfe oder Vorbereitung zum Certified Ethical Hacker, ja. Da kann man sich halt zertifizieren lassen. Das ist jetzt hier die offizielle Security-Website hier, die das anbietet. Das Programm, hier sind nochmal die ganzen Programme, ja. Und hier haben wir CEH, ja, Certified Ethical Hacker. Und das habe ich mir mal so ein bisschen genauer angeschaut hier. Hier haben wir nochmal jede Menge Infos, ja. Was das beinhaltet und was das bringt und so weiter. Hier über die Prüfung, 125 Fragen, 4 Stunden, da Multiple-Choice-Fragen und so weiter. Genau, hier haben wir nochmal dieses sogenannten Learning Track hier. Und zwar ist das jetzt hier CEH, die Certified Ethical Hacker. Das ist das erste Level, ja, das ist die erste Stufe. Man kann sich natürlich hier weiter steigern. Und zwar geht es hier erstmal um, ja, in erster Linie um Discover and Exploit Vulnerabilities, also Schwachstellen finden, aufdecken und ausnutzen. Ja, wie das geht, ja, es geht, ja, wie man das macht halt. Und genau, hier geht es natürlich weiter. Wer da natürlich interessiert ist, kann sich hier wirklich sehr gut informieren auf der Seite. Die ist allerdings auf Englisch hier. Ja, hier about the program, ja, hier nochmal, was der Kurs beinhaltet, momentan Version 9 hier. Für wem ist das ja vielleicht geeignet? Hier kann man sich, ja, wenn man hier ein Training bucht, dauert 5 Tage, kostet vielleicht 3, 4, 5.000 Euro. Hier ist die Eligibility-Kriterien, ja, das ist also sozusagen die Anforderungen, damit man überhaupt zu der Prüfung zugelassen wird. Genau, hier sind nochmal ganz unten, ja, häufig gestellte Fragen halt, ja, jede Menge werde sich da, ich werde jetzt hier nicht auf jede Frage hier darauf eingehen, das könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen, hier auf die eccouncil.org, die offizielle Webseite hier. Genau, und zwar geht es heute, ich habe mir mal angeschaut, ich lese das jetzt mal hier und habe eine kleine Präsentation hier erstellt, die ich euch schnell zeigen will. Es geht heute leider nur um ein bisschen Theorie. Ja, das muss leider sein. Bevor wir hier anfangen, wir werden sehen, wie weit wir jetzt so. Genau, das ist jetzt hier der Certified Ethical Hacker Kurs. Ja, das ist der effektivste und effiziente Weg, um sich zum EC-Council Certified Hacker zu zertifizieren. Das habe ich mir jetzt von der Trainingseite hier angeschaut. Und zwar habe ich mir angeschaut die Module, die da gelernt werden, wenn man so ein Training bucht, ja. Und das ist schon jede Menge. Wir werden sehen, wie weit wir da kommen und wie, ja, tief wir da einsteigen können, was die YouTube-Richtlinien auch hier geben, sozusagen. Wir werden bestimmt nicht alles hier so darauf eingehen können, weil, also wenn man so einen Kurs, ein Training bucht und zur Prüfung zugelassen wird, da muss man sich, da verpflichtet man sich und man muss unterschreiben, dass man diese Tools und alles, was man da lernt, nicht zum bösen Zwecke einsetzt, ja. Deswegen, ja, sind ein paar Sachen, wir werden aber sehen. Genau, Modul 1 hier, Introduction to Ethical Hacking, Modul 2, Footprinting und Reconnaissance, Scanning Network, Enumeration, System Hackings, Malware Threat Sniffing, Social Engineering, ja, ich gehe mal ganz schnell durch hier, Denial of Service, Session Hijacking, Hacking Web Servers, Hacking Web Application, SQL Injection, Hacking Wireless Networks, Mobile Platforms, Evading EDS, Firewalls and Honeyports, Cloud Computing und Kryptographie. Ja. Also das ist jetzt, das sind jetzt alle die Module, die man in den Training nochmal übt und lernt. Und alles, was sozusagen ja, Fragen, die in der Prüfung dann vorkommen, über diese ganzen Themen hier.
Wir werden, wie gesagt, versuchen, das so durchzugehen, ein bisschen, wie weit es geht. Wir werden dann sehen. Also ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass wir alles hier schaffen. Irgendwie. Genau, also Introduction to Ethical Hacking. Das ist das Modul 1. Vielleicht machen wir das heute gleich. Zack, und zwar fangen wir dann genau mit der Introduction. Hier haben wir ein paar wichtige Begriffe, habe ich zusammengestellt hier, die wir wissen müssen, ja, im Zusammenhang mit dem Certified Ethical Hacker hier. Und zwar als erstes haben wir die Hack Value, ja, der Hackwert. Damit ist die Motivation gemeint, die ein Hacker dazu bringt, viel Zeit in eine Sache zu investieren, ohne dass für einen Beobachter zwangsläufig sinnvoll scheint, für den Hacker aber einen Hack darstellt, ja. Hier geht, ja, also zur Motivation ist natürlich auch, manche sind politisch motiviert oder wie auch immer. Das ist die sogenannte Hack-Value. Dann haben wir Bot. Ich denke, das kennt fast jeder. Ja, ein Bot, das ist einfach ein Robot, ein Roboter. Und ist ein Computerprogramm, das aus der Ferne gesteuert werden kann, um Befehle auszuführen oder bestimmte vordefinierte Tasks, Aufgaben zu erfüllen, automatisieren, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein. Ja, also der macht das alles automatisch. Ich gehe mal schnell durch, damit das hier nicht so lange dauert hier. Dann haben wir Vulnerability, das ist die Schwachstelle, ja, die Verwundbarkeit. Und zwar, also zu Deutsch jetzt hier, ist eine Sicherheitslücke, die dem Hacker die Möglichkeit eröffnet, auf Systemressourcen zuzugreifen und Daten zu manipulieren oder zu stehlen. Dann Exploit, ja, das kommt natürlich aus dem Englischen wieder, to exploit, ausnutzen, ist eine systematische Möglichkeit, Schwachstellen auszunutzen. Ja, dabei werden mit Hilfe von Programmcode Sicherheitslücken und Fehlfunktionen von Programmen oder ganze Systeme ausgenutzt, meist um sich Zugang zu Ressourcen zu verschaffen oder in Computersysteme einzudringen bzw. zu beeinträchtigen. Ja, ein Exploit ist, könnt ihr mit der Brechstange eines Einbrechers also vergleichen. Ja, beide verschaffen sich Zugang zu Dingen, für die sie keine Berechtigung besitzen. So viel dazu erstmal. Dann haben wir das Payload, ja, das eigentliche Aktion, die der Exploit ausführt, bezeichnet man als Payload, Nutzlast zu Deutsch. Das ist ja sozusagen das böse Teil, wenn man so will, von einem Exploit. Bei vielen Exploit-Frameworks, wie etwa Metasploit, kann die Payload separat konfiguriert werden. Ja, sie kann allerdings auch fest im Exploit verankert sein. Also wir können einen Exploit mit verschiedenen Payloads nutzen, je nachdem, was wir machen wollen. Genau, dann haben wir Zero-Day-Exploit-Attack. Das ist einfach ein Angriff, der am selben Tag erfolgt, an dem die hierbei ausgenutzte Schwachstelle in der entsprechenden Software entdeckt wird. In diesem Fall wird die Schwachstelle ausgenutzt, bevor sie vom Softwarehersteller durch einen Fix geschlossen werden kann. Ja, also wenn ich jetzt oder ein User eine Schwachstelle findet in einer Software, der kann das an den Entwickler melden, ja, an den Hersteller. Sie reagieren da relativ schnell normalerweise, ja, und entwickeln dann eben ein Sicherheitspatch. Da kommt ein Update raus, um die Lücke zu schließen. Wenn ich zum Beispiel aber auch meine Freunde natürlich warnen möchte und die Freunde, ihre Freunde und so weiter, oder wenn ich das direkt ausnutze, ja, bevor der Entwickler hier überhaupt geschafft hat zu reagieren bzw. den Update zu veröffentlichen, ja, dann ist das ein Zero-Day-Exploit. Ich hoffe, das war verständlich genug. Genau, hier, die sind also, wir können mal ein Beispiel zeigen. Oder, ja, also das sind Exploits, die noch nicht veröffentlicht wurden. Ja, es gibt jede Menge Schwachstellen, die sind da, aber nicht veröffentlicht. Ja, die veröffentlichen, es geht darum, vielleicht zeige ich euch das mal, da gibt es hier ein paar oder ja mehrere Seiten hier, wie zum Beispiel mit veröffentlichte
veröffentlichten Security Focus oder Security Focus.com. Genau das ist es. Und zwar hier sind die Vulnerabilities, also die Schwachstellen hier, die sind hier veröffentlicht, ja. Und hier kann man suchen nach alles, was man braucht. Ja, jede Menge Schwachstellen und meistens auch mit dem Exploit dazu, also welche Exploit man da benutzen kann. Wir haben beispielsweise hier Search All Vulnerabilities und hier haben wir, das dauert ein bisschen, das sind hier, ja, das ist eine riesen Liste hier, wir können meinetwegen hier nach Microsoft suchen beispielsweise. Ganz schnell ein Beispiel, wenn ich jetzt hier schnell finde, ja, um euch mal kurz zu zeigen, das werden wir wahrscheinlich brauchen. Jetzt bin ich wieder, ach Gott, das bewegt sich auch hier ziemlich langsam hier, weil das eine, wow, riesen Liste hier ist. Hier suchen wir nach Vendor, ja, das ist der Hersteller. Ich wollte eigentlich gerne nach Microsoft hier suchen. 04 Webserver. Okay, wir gucken mal einfach für unser Beispiel hier, wie das aussehen kann. Das dauert, genau, zum Beispiel, das haben wir hier 04 Webserver Directory Transversal die Vulnerability. Hier, wenn wir darauf klicken, haben wir Discussion hier. Wir sehen hier, was die Schwachstelle und so ist. Den Exploit dazu meistens, hier ist gerade nicht. Aber normalerweise ist da der Exploit dazu und hier die Lösung, ja. Also das ist hier eine sehr gute Seite, ja, um nach veröffentlichten Schwachstellen zu suchen und auch den passenden Exploit. Dann gibt es aber, glaube ich, noch die CVE, hier Common Vulnerabilities and Exposures. Hier kann man auch noch mal hier, das ist auch eine gute Seite hier, oben nach Schwachstellen, ja, also veröffentlichten Schwachstellen in Software zu suchen. Die Quest, genau, die haben alle eine ID hier, eine Nummer. Ja, okay, das, wir werden dazu auf jeden Fall noch mal später kommen. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein kurzes Beispiel hier zeigen. Und jetzt waren wir irgendwo hier bei unseren Begriffen. Wir waren, glaube ich, durch hier. Ach Gott, wo bin ich jetzt hier? Ich gehe mal hier raus. Jetzt habe ich hier wild rumgeklickt. Aber Payload, das hatten wir. Genau hier waren wir. Zero Day Exploit. Jetzt kann ich das aber nicht mehr stoppen hier. Daisy, hier waren wir stehen geblieben. Zack. Genau, dann haben wir hier Daisy Chain oder Daisy Chaining, ja. Zu Deutsch Gänseblümchenkette. Hier geht es darum, beziehungsweise ja, bezeichnet man mehrere Hardware-Komponenten, die miteinander verbunden sind, ausgehend von einem einzigen Mastergerät, ja. Die so miteinander verbundenen Komponenten bilden dabei das Glied einer Kette. Ja. Der Vorteil hier ist, dass ja, die zentrale Steuerung aller Computers durch das Mastergerät, also wenn wir jetzt uns zu einer Netzwerkkomponente beispielsweise verschaffen und dadurch, also mit den Informationen, verschaffen wir uns natürlich hier zu den anderen Komponenten oder anderen Netzwerken Zugang. Ja, also wenn ein Rechner in, alle User haben ihre Rechner beispielsweise jetzt up to date und super sicher, ja, es reicht, wenn ein einziger User seinen Rechner nicht ja, aktualisiert hat und beziehungsweise eine Schwachstelle irgendwie, um in den ganzen System sozusagen einzubrechen, ja, und den ganzen Netzwerk. Genau, deswegen auch hier gilt natürlich, dass ja, die Kette ist nicht so stark wie der schwachste Glied. Genau. Dann haben wir Doxing hier.
Das ist ein Thema, ja, also das, es geht jetzt erstmal um den Begriff hier, das ist das internetbasierte Zusammentragen und anschließende Veröffentlichen personenbezogener Daten, meistens mit bösartigen Absichten, ja, Selbstjustiz, öffentliches Bloßstellen oder Belästigung. Hier geht es ja einfach um Informationen sammeln, das brauchen wir ja auch natürlich. Und genau, das war es auch schon alles zu den Begriffen hier. Leider sind wir aber noch nicht ganz durch hier mit unserer Theorie-Teil. Ich hoffe, das wird jetzt nicht sehr langweilig, selbst wenn, also ich denke, da muss hier durch. Ja, das sind Sachen, die man kennen muss erstmal, bevor man überhaupt mit irgendwas hier anfangen tut. Und zwar haben wir noch mal hier ganz kurz, ich werde versuchen, das hier schnell durchzugehen, so kurz wie möglich zu halten, die sogenannte CIA-Triade, ja, das ist nicht das amerikanische Geheimdienst hier gemeint, sondern steht das hier für Confidentiality, Integrity and Availability. Ja, was so viel wie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit steht. Ja, es geht hier darum, genau, hier haben wir, also die CIA-Triade hier, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, ja, das ist einfach ein Modell, das die Ziele der Cybersicherheitsimplementierung erläutert und Richtlinien für die Informationssicherheit innerhalb einer Organisation anleitet. Ja, also wenn wir jetzt einen PC mit einem Passwort versehen, das heißt nicht, dass es sicher ist, ja, noch lange nicht, da gibt es mehrere Faktoren, mehrere Komponenten, die da eine große Rolle spielen. Genau, das Modell wird manchmal auch AIC-Triade genannt. Ja, Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, bisschen umgedreht hier. Einfach um eine Verwechslung mit dem Central Intelligence Agency, das amerikanische Geheimdienst, die CIA, zu vermeiden. Die Elemente der Triade gelten als die drei wichtigsten Komponenten der Sicherheit. Ja, das ist wirklich wichtig hier zu wissen, zu kennen. Das Modell erläutert die Ziele der Cybersicherheitsimplementierung. Ja, wir wollen, dass unsere Daten vertraulich sind, Integrität besitzen und verfügbar sind. Die Komponenten zur Informationssicherheit und einige der Maßnahmen, die jede Komponente sicherstellen sollen, sind. Ja, also hier ein paar kleine Beispiele vielleicht zu den hier Begriffe hier. Fangen wir mit der Vertraulichkeit an. Ja, bei der Vertraulichkeit geht es darum, sicherzustellen, dass die Daten nur für die vorgesehenen Partner zugänglich sind. Angriffe auf die Vertraulichkeit können umfassen, ja, so ein paar Beispiele hier. Cracking encrypted data, ja, also wenn Daten, die verschlüsselte Daten werden geknackt. Man-in-the-middle Attacks auf Klartextdateien, die privat sein sollen, aber eigentlich verschlüsselt. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter sensible Daten auf einen USB-Stick oder SD-Karte kopiert und sie dann an unbefugten Dritten weiterzugeben. Ja, das ist ein Angriff auf die Vertraulichkeit hier. Ja. Dann haben wir hier noch ein Beispiel, Installieren von Malware, Spyware auf einen Datenserver mit privaten Informationen beispielsweise, um die Daten an den Angreifer zu übertragen. Und das Doxing. Ja, das internetbasiert zusammentragen und anschließend veröffentlichen der personenbezogene Daten. Das hatten wir. Genau. Das sind jetzt einfach ein paar Beispiele, Angriffe auf die Vertraulichkeit, wie wir uns da ein bisschen schützen können davor. Ja, auch einige wenige Beispiele hier. Kryptographie zum Beispiel dient vor allem zum Schutz der Vertraulichkeit, ja, aber auch der Integrität. Damit die Daten nicht manipuliert werden hier. Datei- und Ordnerberechtigungen, ja, Authentifizierungsvektoren, Zugriffskontrolllisten können ebenfalls die Vertraulichkeit schützen, ja, also dafür sorgen, dass Unbefugte da nicht daran kommen. Vertraulichkeit kann sich auch auf Informationen beziehen, die nicht digital sind. Ja, wenn du im Büro einen Aktenvernichter hast, ist die Verwendung auf Papierdokumenten mit privaten Informationen ebenfalls eine Informationssicherheitsmaßnahme, ja, die die Vertraulichkeit schützt. Dann kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt hier, die Integrity. Integrität. Ja, bei der Integrität geht es darum, sicherzustellen, dass die Daten intakt bleiben, ohne dass sie auf unbefugte Weise manipuliert werden.
Ja, ganz klar eigentlich. Angriffe auf Integrität können umfassen. Hier ein paar Beispiele. Haken eines Webservers und Malware in Webseiten und webserverseitiges Scripting einzubetten. Böswilliger Zugriff beispielsweise auf einen Finanzserver, um Finanzunterlagen zu fälschen. Oder aber eine Maschine in einen Zombie-Computer verwandeln, um sie über ein Bootnetz zu steuern. Ja? Hier nochmal eine kleine Fußnote. Ja, also die Cyberangriffe auf Integrität ist ein immer größer werdendes Problem. Ja, der Cybersicherheit, da das Internet der Dinge, das sogenannte IoT, immer mehr Verbreitung findet. Genau, und zum guter Letzt haben wir hier die Availability, die Verfügbarkeit. Und hier geht es ganz klar darum, sicherzustellen, dass Daten und Computer bei Bedarf von autorisierten Parteien zur Verfügung stehen, ja? Dass wir da auf unsere Daten jederzeit zugreifen können. Angriffe, hier ein paar Beispiele. Ich denke, das bekannteste hier, das wäre das DoS, ja, Denial of Service oder DDoS, Distributed Denial of Service Attacke auf Servers oder aber Ransomware-Angriffe, ja, die Daten werden dann auf dem Zielcomputer verschlüsselt, damit die autorisierten Parteien sie nicht verwenden können. Das Ziel hier ist meistens, ja, das Opfer zu zwingen, ein Lösegeld an den Angreifer zu zahlen oder aber auch vielleicht in einem Serverraum bewusst die Stromversorgung zu unterbrechen, um die Servers offline zu schalten. Ja? Da geht dann auch nichts mehr. Genau. Hier nochmal einige Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit. Ja, was wir da, wie wir uns ein bisschen davor schützen können. Sichern von Daten auf externen Laufwerken, die Implementierung von EPS-Systemen, ja, Intrusion Prevention Systeme hier und Firewalls, um DDoS-Attacken, Angriffe zu verhindern, ja, sowie Backup-Netzteile zu besitzen, falls der Strom ausfällt. Genau. Fazit hier nochmal ganz kurz: Ein Angriff hat das Potenzial, ein oder mehrere dieser drei Teile der CIA-Triade zu bedrohen, ja. Die CIA-Triade zu kennen ist wichtig, weil sie bietet uns Klarheit und es hilft uns, Konzepte zu erarbeiten, Prioritäten zu setzen und so weiter. Also wir müssen das, ja, die Triade hier sozusagen kennen, wenn wir als Ethical Hacker einen Auftrag bekommen von unserem Auftraggeber. Wir müssen wissen, was wir machen, ja, was für einen Angriff wir starten auf die Vertraulichkeit sozusagen. Also was wird das jetzt beeinträchtigen, beeinflussen, ja? Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, je nachdem, dann können wir planen, was für Tools wir brauchen und wie wir da vorgehen. Deswegen finde ich das wichtig, auch wenn das jetzt vielleicht, ich hoffe, nicht allzu langweilig war hier, die Theorie, ja, das zu kennen, das war es auch schon alles erstmal für heute mit der Theorie. Und ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Und ja, bis hoffentlich bis zum nächsten Mal. Da geht es mit dem praktischen Teil ja ein bisschen los. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.